Es ist kein Geheimnis, dass die Amerikaner seit langem eine Liebesaffäre mit Trockenfleisch haben, welches für manche an Hundefutter erinnert, im Allgemeinen aber Beef Jerky genannt und als proteinreicher Snack sehr gerne verzehrt wird. Aber woher stammt denn das eigentlich und warum ist das Zeug so unglaublich teuer? Herzlich willkommen hier auf dem Kanal. Als Reiseplaner versorge ich dich regelmäßig mit Tipps und Themen rund um die USA. Die Methode des Fleischdörrens kann bis in prähistorische Zeiten zurückverfolgt werden, als Menschen es an der Luft trockneten, um es für längere Zeiträume haltbar zu machen. In verschiedenen Kulturen weltweit wurde diese Methode angewandt, um Fleisch haltbar zu machen und gleichzeitig eine nahrhafte Nahrungsquelle zu gewährleisten. Und obwohl das Konzept des Trocknens und Konservierens von Fleisch aus weltgeschichtlicher Sicht nicht fremd war, wurde es in Nordamerika erst um 1500 erstmals praktiziert. Tatsächlich stammt das Wort Jerky von einer mittelamerikanischen Gruppe, die als Inka-Zivilisation bekannt ist. Ihr Quechan-Wort Ch'arki bedeutet Trockenfleisch oder brennendes Fleisch. Wie die Bedeutung des Wortes vermuten lässt, wurde Dörrfleisch hergestellt, indem Fleisch in dünne Streifen geschnitten, gesalzen und über einem heißen Feuer geräuchert wurde. Die Tiere, die von den Inkas am häufigsten für die Herstellung von Ch'arki verwendet wurden, waren in der Regel ihre einheimischen Lamas oder Alpakas. Als die spanischen Kolonisatoren in Mittelamerika landeten, entwickelte sich das Wort Ch'arki schnell zu Ch'aki, was zeigt, wie beliebt dieser Snack bei den neuen Siedlern geworden war. In der Zwischenzeit praktizierten auch die indianischen Stämme ihre eigenen, ähnlichen Verfahren zur Herstellung von Dörrfleisch. Die Wahl des Fleisches unterschied sich jedoch von der ihrer mittelamerikanischen Kollegen. Die amerikanischen Ureinwohner verwendeten für ihr Dörrfleisch gerne Hirsche, Elche und Bisons statt Lamas oder Alpakas. Da diese Stämme von Natur aus Nomaden waren, war Dörrfleisch aufgrund seiner langen Haltbarkeit und leichten Transportierbarkeit ein Grundnahrungsmittel für lange Reisen und Jagdausflüge. Tatsächlich trugen die amerikanischen Ureinwohner ihr Dörrfleisch auf Reisen oft in Beuteln aus Rohleder mit sich, aber das ist noch nicht alles. Dörrfleisch wurde auch häufig in Gerichten der amerikanischen Ureinwohner verwendet. So hatten die Cree beispielsweise ein beliebtes Gericht, das sie Pemmican nannten und das aus Bisonfleisch gemischt mit anderen geräucherten Fleischsorten und getrockneten Früchten der Saison wie Beeren und so weiter bestand. Nach den spanischen Kolonisatoren begannen auch andere europäische Siedler, Dörrfleisch zu einem Grundnahrungsmittel für ihre neuen Kolonien in Amerika zu machen. Sie übernahmen schnell die Praktiken der amerikanischen Ureinwohner bei der Herstellung von Dörrfleisch und verwendeten sie auch für ihre eigenen Jagdausflüge und Reisen. Das Wort Jerky wurde zum ersten Mal im Jahr 1612 verwendet. Es taucht in John Smiths Karte von Virginia auf, wo er schreibt: "As dry as the jerkin beef in the West Indies." Die Verfahren zur Herstellung von Jerky, die die amerikanischen Kolonisatoren von den amerikanischen Ureinwohnern übernommen hatten, erwiesen sich später in der Ära der Manifest Destiny als sehr nützlich. Als die Regierung die Natives dazu drängte, weiter nach Westen zu ziehen, wurden die Lebensmittel in den trockenen Wüstengebieten immer knapper. Viele Entdeckungsgruppen nahmen daher spezialisierte Jerky-Macher in ihre Gruppen auf, die das Fleisch der Tiere, die sie auf ihrer Reise nach Westen fanden und erlegten, konservieren und zubereiten konnten. Zu dieser Zeit trockneten diese Jerky-Macher das Fleisch von Truthähnen und Gänsen, die sie auf ihren Wegen fanden, anstatt der typischen Rinder oder Bisons. Später, als die industrielle Revolution in den 1900er Jahren einsetzte, wurden verpackte Produkte immer beliebter. Die Amerikaner witterten eine neue Chance am Horizont und begannen ihre Vorliebe für Jerky weit zu verbreiten, indem sie damit in Massenproduktion gingen und somit überall hin transportiert und verkauft werden konnte. Nun wurde Beef Jerky nicht mehr nur in Nordamerika und Europa, sondern auf der ganzen Welt populär. Heute nimmt man Beef Jerky überall hin mit. Bei großen und bei kleinen Abenteuern, vom Roadtrip bis zum Arbeitsplatz. Hier bei uns war es eigentlich in Vergessenheit geraten, doch besonders in den letzten Jahren hat Jack Links Beef Jerky es über den großen Teich geschafft und im Sturm unseren Einzelhandel erobert. Jetzt ist das Trockenfleisch ja nicht so ganz günstig. Im Rewe oder Edeka kostet so eine Tüte mit 70 Gramm 5,29 €. Aufs Kilo gerechnet also um die 75 €.
Das muss aber auch günstiger gehen, wenn ich selbst mache, oder nicht? Die Marinade benötigt 60 ml Sojasauce, 40 ml Worcestersauce, 3 Esslöffel Blütenhonig, 2 Teelöffel Salz, 2 Esslöffel Olivenöl, 2 Teelöffel Knoblauchgranulat, 1 Teelöffel frisch gemahlenen schwarzen Pfeffer und etwa 10 bis 12 Tropfen Liquid Smoke. Wer es gerne sehr rauchig mag, kann natürlich auch etwas mehr nehmen. Ich bin da aber etwas zaghafter. Die Zutaten kommen dann in eine Schale und werden gut verrührt, bis sich der Honig gut untermengen konnte. Die Salzmenge hängt von der Salzart ab. Ich verwende hier ein Jodsalz, wenn du aber Tafelsalz benutzt, nimm lieber einen halben Teelöffel weniger, denn versalzen wollen wir es ja auch nicht. Zwiebelgranulat würde sich hier drin auch noch sehr gut machen, ich hatte jedoch gerade keins da. Und anstelle des Honigs kann man natürlich auch braunen Zucker nehmen, ich wollte es aber diesmal mit Honig machen. Ich habe beim türkischen Supermarkt ein schönes 500 Gramm Stück Rindfleisch gekauft. Aus der Unterschale zu 13,49 das Kilo, also unter 7 Euro. Die Faser verläuft hier in dieser Richtung, was das Jerky im Ergebnis relativ zart machen wird. Wer sein Beef Jerky lieber chewiger mag, also zäher im Biss, kann auch Oberschale kaufen. Das, was man so als Rouladenfleisch kennt. Und dieses, anders als die Rouladen, nämlich genau mit der Faser schneiden. Ich mag es aber eher soft. Wie immer Geschmackssache. Ich schneide jetzt Scheiben von mindestens 5 mm runter und versuche dabei Sehnen zu umschneiden. Denn die würden nach dem Trocknen förmlich ungenießbar. So ungefähr dürfen die Streifen dann aussehen. Könnte man glatt so essen. Anschließend nehme ich mir einen verschließbaren Plastikbeutel, gebe das Fleisch hinein und gieße unsere Marinade auf. Den Beutel möglichst luftdicht verschließen und die Mischung ein oder zwei Minuten durchkneten, damit alle Fleischstücke was von der Soße abkriegen. Dann kommt die Tüte über Nacht in den Kühlschrank und wird zwischenzeitlich gewendet. Am nächsten Tag legen wir etwas Küchencrepe aus, verteilen unsere Häppchen und tupfen diese mit ein paar weiteren Tüchern ab. Auf ein Gitter legen, im Backofen bei 65 Grad Umluft 3 Stunden trocknen lassen. Bitte sorge dafür, dass die Feuchtigkeit aus dem Ofen heraus kann. Ich habe dafür so ein Holzding hier in die Ofentür gesteckt. Wie lange es genau dauert, hängt von mehreren Faktoren ab. Wie dick oder dünn ist dein Fleisch? Wie genau ist dein Ofen bei der Temperatur? Und wie trocken magst du dein Jerky gerne? Ich habe manche Stücke, die mir etwas dünner geraten sind, bereits nach 2,5 Stunden rausgeholt. Die dickeren waren bei mir nach 3,25 Stunden perfekt. Für mich. Andere lassen ihr Fleisch 4 oder sogar 6 Stunden drin. Und für die längere Haltbarkeit mag das sogar Vorteile haben. Aber bei mir hält die Portion sowieso gar nicht so lange, dass ich mir darüber Gedanken machen müsste. Denn aus den 500 Gramm sind gerade mal 224 Gramm Beef Jerky geworden. Damit habe ich also einen Kilopreis von 15,23 Euro plus Gewürze plus Strom erzielt. Jetzt darf ich aber noch probieren. Hier, wir haben noch ein bisschen Struktur drin. Genau wie gewünscht. Leicht salzig, würzig, aber noch ein schöner, intensiver Fleischgeschmack. Für mich dürfte es sogar noch eine Spur süßer sein, aber passt auch so. Mach's gerne mal nach und teile mir mit, wie es funktioniert hat. Ansonsten gerne abonnieren, Klingel, Daumen und der ganze Quark. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Stay tuned and have a good one.